Moin Leute, hier zurück bei Modern Warfare 3 mit der Beta. Sie nervt mich gerade ein bisschen ab. Warum? Ich will eigentlich mal andere Maps zeigen, noch hier beim Moshpit. So, da kann man ja hier gucken, was es für Maps gibt. Estate konnte ich noch nicht auswählen. Die anderen Maps gehen so, die werden ganz gerne mal ausgewählt. Aber Estate konnte ich bis jetzt kein einziges Mal auswählen, die Map. Weil die anderen Leute immer was anderes wollten. Das geht mir so auf den Zeiger. Hier kommt noch was so zu High-Rise 24-7, deswegen spielen wir jetzt noch eine High-Rise. Sind natürlich auch hier verschiedene Spielmodi aktiv hier. Abschluss bestätigt, Herrschaftsstellung, Team Deathmatch. Das werden wir jetzt machen. Wie gesagt, gelevelt habe ich noch nicht richtig. Die Beta geht auch nicht mehr so lange. Ich glaube, bis den Montag jetzt hier 16.10.19 oder 18 Uhr, weiß nicht ganz genau. Aber wie gesagt, es ist schon hardcore nervig, dass man halt ab und zu was hier zeigen will und es nicht geht, weil andere Leute die Maps voten. Naja, ist ja demokratisch, ich weiß, mit den Maps voten, aber naja, also eingegroovt habe ich mir auf das Spiel immer noch nicht. Wie gesagt, ich habe noch nichts freigeschaltet, großartig. Die Leute, die irgendwie hier schon Level 30 haben oder so in der Beta oder noch mehr, die haben ihre Charaktere schon so gut konfiguriert, da komme ich nicht hinterher. Ich schieße sie als erstes an, die gucken mich an und ich kippe um. Also ich weiß nicht, was die da konfiguriert haben, aber anscheinend gibt es auch schon wieder genug Kram im Internet, um halt anständige Waffen hier oder Waffen halt anständig zu konfigurieren und so. Aber ist schon hart. Also es nervt schon ab. Sagen wir es mal so. Naja, wir gehen hier erstmal nochmal ins Spiel rein hier. Gucken uns das nochmal an. Ballern ein bisschen rum. Ja, schauen wir mal. 4 vs 4. Team Deathmatch und Herrschaft. Das ist ja toll. Das ist ja super. Einer hat jetzt noch die Entscheidungskraft, das auszuwählen. Herrschaft. Okay, alles klar. Weil das zuerst gewotet wurde wahrscheinlich. Ja, vorbestellt habe ich das Spiel schon. Ob es eine gute Entscheidung war, weiß ich noch nicht. Aber die Kampagne spiele ich natürlich auch. Große Fragezeichen ist natürlich an sich, also Modern Warfare 2 gefällt mir eigentlich ganz gut bis jetzt, aber Modern Warfare 3, die Beta, eigentlich noch nicht so richtig. Ich finde immer noch das Spiel, wie es das Spiel anfühlt, wie man spielt, finde ich aktuell immer noch Modern Warfare 2 besser als 3. Also gut, ist eine Beta hier, ne? Modern Warfare 3 ist eine Beta, darf man nicht vergessen. Deswegen warten wir es mal ab, was da alles kommt, aber prinzipiell habe ich mich jetzt noch nicht so mit eingefunden hier mit dem Spiel. Das bis jetzt hat das noch nicht so fruchtet, sagen wir es mal so. Also bis jetzt fand ich das noch nicht ganz so geil hier. Ja gut, ich habe auch nichts konfiguriert, ne? Ich gehe hier mal rein und dann ballern, gucken, dass ich ein paar Abschüsse kriege. Meistens werde ich halt weggefischt hier. Keine Chance, werde ich auch gleich wieder sehen, dass ich hier ab und zu überhaupt keine Chance habe gegen den Gegner. Aber sonst, ja, Modern Warfare 2 gefällt mir manchmal besser. Also da sehe ich gerade keine Steigerung hier oben, Sniper. Was? Wechsle das Magazin! Naja, vorher ein paar Sniper-Abschüsse und dann wieder schon klar. Na, da kommt doch einer rein. Ja, doch. Ich hab dich doch gesehen, Also, campen ist hier vom Feinsten. Wenn man nicht gut spielen kann, kann man hier so ein bisschen wegsnipen, die Leute, wenn man das hinkriegt, sag ich mal. Hä? Was rennt auf einmal mein Teammate da rum? Naja. Man sieht halt auch kein Aim. Das ist auch ein Riesenproblem. Ja, wir werden trotzdem erstmal ein bisschen spielen hier. Mal kurz die Minute führen hier die Beta. Mal gucken, ob noch irgendwas. Boah, Alter, guck mal, habt ihr gesehen? Ich hab die nicht platt gekriegt, ne? Keine Chance. Ich weiß nicht, was da falsch lief. Ich weiß es einfach nicht. Ich hab die Waffen nicht konfiguriert, vielleicht liegt es daran. Boah, Alter. Das ist auch die falsche Waffe hier oder so. Ich hier auswähle. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Boah, Seite. Nein. Ich habe nichts gelevelt. Ich habe auch keine Zeit für jetzt hier in der Beta hier rumzuleveln. Das bringt wahrscheinlich sowieso nichts. Aber wie gesagt, ich habe keine Zeit für. Ich bin froh, dass ich hier ab und zu mal ein bisschen was spielen kann, was zeigen kann. Aber sonst welche zocken und so ausgiebig und hier auf Level 30 hochkommen. Kann ich nicht machen. Geht nicht. Keine Chance. Keine Chance. Wir nehmen Charlie ein. Hier überall welche schießen. Ist das ein Gegner gewesen? Ja. Seht ihr, wie langsam ich geworden bin mit meinem Alter? Bitte. Oh ja, er rennt mich weg, ist klar. Okay, den habe ich nochmal erwischt hier. Wechsle das Magazin! Boah. Feind übernimmt Alpha. Aha.
Was bringt das Ding eigentlich? Ich weiß es irgendwie nicht. Kompromittiert. Zurückerobert. Oh! Wir verlieren Charlie. Und wenn sieht es gerade wieder nicht so gut aus, egal, wir lassen es laufen hier. Wir spielen einfach weiter. So. Nein! Diese Kackgranaten immer. Minen sind scharf. Was? Oh, da ist irgendwo einer. Feind in der Nähe. Das ist auch ein Phänomen, das ist immer dieses Gespringen hier, ne? Also die springen immer in den Kampf rein. Das ist ganz, ganz komisch. Machen wir so, bla bla bla. Die springen immer rein und dann checken wir, ob da was ist oder nicht. Und dann, ja. Oh. Nein, hinter weg. Da kommt er wieder. Ich glaub's nicht. Oh. Wir verlieren Alpha. Na, erwischt, ich weiß es nicht. Huiuiuiui. Ja, ich streng mich auch an, Leute. Ich kann mich auch anstrengen, ich weiß. Minen sind scharf. Dann läuft es doch einigermaßen gut. Wie gesagt, zum Leveln ist das High-Rise natürlich geil, dass sie noch 24-7 High-Rise eingenommen haben. Das ist natürlich super. Boah, ja, geil. Nein! Nein! Ja, tägliche Herausforderungen habe ich auch fertig. Ja, geil. Ja, das ist, ja. Da muss ich auch erstmal eingrooven auf das Spiel. Das darf man nicht vergessen. Erstmal eingrooven, ein bisschen reinspielen hier. Und dann kann man ja gucken, ob es jetzt gut ist oder nicht. Aber ich habe gelernt, viel laufen bringt gar nichts. Immer Hardscope und dann hoffen, dass man ihn zuerst trifft. Das ist immer halt Hauptaugenmerk hier. Okay. Da ist noch einer. Ach man. Dann sieht es ja noch ganz gut aus, eigentlich bei mir. Mal gucken, wie lange das gut bleibt. Ja, sobald ich hier unkonzentriert bin und sowas. Oh. Alter, läuft da links hin, links hin, rechts, links hin, rechts. Okay, was mache ich? Schieße dann irgendwann vorbei. jetzt ziehen sie da überall ab. Shit. Zielobjekt Bravo ist kompromittiert. Charlie gesichert. Zielobjekt Bravo wird gesichert. Hinter dir! Alter. Lade nach! Ja, was das bringt, weiß ich nicht. Ich leg's trotzdem wieder hin. Gesicht im Sichtkontakt zum Ziel! Zielobjekt Alpha ist kompromittiert. Rückerobern. Boah. Wir nehmen Bravo ein. Alter. Ist noch einer? Nee. Da. Oh. Der schießt von oben. Was? Wo? Also gibt es natürlich auch eine Position hier, wo man sich geil hinstellen kann irgendwie. Man kann auch hier irgendwie auf die Dinger, auf die Plattform rauf und so gut erstmal da hinkommen, ne? Also, meistens kommst du halt nicht dahin. Weil du vorher schon abgeschossen wärst. Oh. Jetzt soll ich mal wieder ein bisschen aufpassen hier, ne? Jetzt soll ich mal wieder ein bisschen aufpassen. Sieht man gar nichts, alles zugenebelt, na geil. Boah. In Hintern geschossen. Kopfschuss von hinten? Ja, gut, oder? Null. Boah. Von wo schießen die? Sie sehen ihn gar nicht. Nice Granate, ey. Ja, noch lache ich. Ja gut, also ich lache immer dann, wenn wir auf dem Siegerpfad sind, sozusagen. Immer sieht es danach aus, dass wir gewinnen werden. Aber sonst bin ich eher die ganze Zeit nur sauer und briesig. Nein, nicht wieder Treppe hoch. Da oben war noch einer. Ja, das kann ich auch hier. So, die auch. Also ab und zu weiß man auch nicht, von wo man abgeschossen wird, ne? Das ist alles ein bisschen so, hä, was, wo, wie, wer, ah, tot, scheiße. Im Moment sieht es halt hardcore nach dem Sieg aus. Oh, das ist ein Sniper. Da wollte auch snipen. Zielobjekt Alpha ist kompromittiert.
vor jemanden. Ich glaube, der hat eben kurzzeitig nichts gesehen, weil er meine Mine reingesteppt hat. Oh, da ist noch einer! Ja, da konnte ich jetzt gerade nichts machen. Das ist natürlich mies. Mies. Minen sind scharf! Feind! Das ist noch mehr. Voll da. Das ist eine Versammlung, ist er ja. Oh, das ist natürlich super. Oh, Schwein gehabt, dass er schon gehittet war. Der schießt hier schon wieder hin. Wenn man Luftjagen lässt. Sie sind fast am Ende. Erledigt. Oh, unter mir. Na, so schnell kann ich nicht. So schnell kann ich nicht. Das funktioniert nicht. Feind sichert Bravo. Zielobjekt Alpha ist kompromittiert. Verbündete Zone online. Wo sind sie denn jetzt? Ja, so, das lief eigentlich ganz gut. Und nochmal, wie gesagt, die Beta aktuell ist für alle umsonst. Die könnt ihr noch testen, so ungefähr 30 Stunden. Also bis morgen, wie gesagt, 16.10.2023, irgendwie 18, 19 Uhr. Weiß nicht genau, ist erstmal die Beta erstmal durch. Und das Spiel kommt am 8. November raus. Ich habe es vorbestellt, ob es ein Fehler war und ich würde es noch rausstellen. Man kann sich auch auf jeden Fall eingrooven auf das Spiel. Aber aktuell finde ich noch Modern Warfare 2 noch ein Stückchen besser. Also es macht mir, also von Gefühl her, vom Spielgefühl her finde ich es irgendwie noch ein bisschen besser. Zudem stürzt ab und zu die Beta auch nochmal ab, weil ist natürlich eine Beta. So, tägliche Herausforderung habe ich auch 2 abgeschlossen, ist schon mal gut. Ja, Level 10, ja, ich habe noch nicht viel gemacht, wie gesagt, ist halt leider so. Tägliche Herausforderung kann man hier auch machen. Ja gut, Waffen hier konfigurieren und so, das muss ich alles noch machen. Operator gibt es auch noch ein paar hier und Shop, ja. Gibt schon wieder irgendwas, na, jetzt geht's weiter. Okay, das Spiel war fast abgestürzt. Wie gesagt, ist eine Beta, ne? So, jetzt verabschiede ich mich auch, wie gesagt, hier unten gibt es noch ein paar Sachen. Vielleicht kommt heute Abend noch mal irgendwas noch dazu, bin ich mal gespannt, oder ob das jetzt alles war. Bodenkrieg konnte ich noch nicht zeigen, weil das Spiel da immer abgestürzt ist. Liefere ich vielleicht morgen nochmal nach, mal gucken, abwarten. So, danke fürs Zusehen, danke für den Support, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.